Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Und zwar, wie ihr im Titel vielleicht schon gesehen habt, vom Stream Deck Mini, also vom kleinen Stream Deck. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich dafür sehr interessiere. Ich habe ja schon das mittlere und das kleine, das werde ich euch später auch zeigen, das soll unter den Tisch kommen. Das ist dann halt nur für ein paar wichtige Sachen. Da soll halt Mikrofon mute, laut und leise will ich drauf haben und die Quelle wechseln. Das heißt praktisch vom PC zum Headset und vom Headset wieder zurück zum PC. Für Stream, wenn ich dann halt streame, dass ich auf Headset jederzeit schalten kann und wieder zurück. Und dass ich halt nur dann in der Software Stream dann einstellen muss und nicht halt jedes Mal in die Einstellung PC und dann sagt zurückstellen, stellen, das hin. Laut und leise möchte ich drauf haben, für wenn ich Videos aufnehme und so, dass ich das Headset dann halt laut und leise machen kann. Am PC und halt am PC, am Headset ja direkt selber auch, aber auch den PC laut und leise machen kann. Und Mute, dass ich halt den Mute-Knopf schnell erreichen kann. Und ja, ich weiß nicht, was ich wollte noch irgendwas wollte ich noch raufpacken. Ich weiß aber gar nicht, was ich jetzt noch raufmachen wollte. Wahrscheinlich will ich Licht noch raufmachen, dass ich das Licht den An- und Ausschalter von anderen, vom großen, also vom mittleren wegnehmen kann und da halt einen Knopf wieder frei habe. Und dann möchte ich halt alles rechts von mir haben, unterm Tisch, dass wenn ich habe immer das Problem, dass ich habe das Stream Deck, nämlich das mittlere habe ich Mitte, also rechts, links von mir. Und es ist ein bisschen zurück, dass ich halt dann so im Stream, wenn nun ist, so rankomme. Aber wenn ich jetzt merke, jetzt kommt ein Nieser, dann mache ich immer instinktiv gleich weg und dann bin ich schon oder vergesse halt zu drücken. Und deswegen möchte ich das auf der rechten Seite haben, wo ich sofort rankomme. Also praktisch ich sitze hier und dann einfach. Oh, jetzt merke ich, zack, unten ran und kann gleich wegniesen, dass ich hier gleich kurze Wege, dass ich halt mich nicht ausstrecken muss, sondern gleich zack, 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 das Wichtigste gleich erreichbar habe. Ich habe dafür kein Geld. Nee, doch, nee, kann man nicht sagen. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, wenn ich es mal für lau kriege, nimm ich's. Ich habe es jetzt für lau gekriegt. Also ich habe es nicht von. Also hier steht auch nirgends zur Werbung. Ich habe es eigentlich selber bezahlt, aber eigentlich auch nicht. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Erkläre ich euch noch. Ich habe ja schon gesagt, dass ich dafür jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben wollen würde, aber wenn ich es für lau kriege, nehme ich es auf jeden Fall mit. Wie gesagt, kein Sponsoring oder irgendwas dergleichen. Ich habe es irgendwie schon selbst bezahlt, aber irgendwie auch nicht. Das hängt damit zusammen. Ich mache ja bei. Ach, wie heißt denn das Scheißding jetzt hier wieder? Deutschland? Nee, Payback. Ich mache bei Deutschlandkarte mit und ich mache bei Payback mit. Und mein Katzenstreu und so ein paar Sachen, die holen wir bei Penny und andere Sachen holen wir bei Lidl. Lidl hat eine eigene App. Und da gibt es auch ab und zu mal dann so bei Payback extra Punkte. Kauf für mindestens 30 Euro ein, krieg 50 extra Punkte, was weiß ich. Oder Aral. Ja, und so ein paar Sachen. Oder obwohl bei Otto. Wenn ich bei Otto bestelle, kann ich halt Punkte kriegen beim Mediamarkt. Und für die Grafikkarte zum Beispiel habe ich damals auch gut Punkte gekriegt. Und da hat sich dann halt ein bisschen Punkte zusammengesammelt. Und ich glaube, ich mache dann noch ein kürzeres Video. Ich mache das lange Video und ich mache ein kurzes Unboxing-Video. So. Und da hat sich ein bisschen Punkte zusammengesammelt und da habe ich die Punkte umgetauscht. Die kannst du nämlich umtauschen. Ich wollte die eigentlich für PlayStation Guthaben nehmen, um mir zum Beispiel God of War ein bisschen billiger zu machen. Ja? Wenn dann 50 Euro Payback, also Payback-Punkte umtauschen in PSN, aber PSN ist nicht mehr mit bei. Xbox ist noch mit bei. Und ich habe dann aber halt 50 Euro in Otto-Gutschein umgewechselt. Das hat mich gekostet. Hat es mich gekostet mit Versand knapp 80 Euro oder so. Mit Versand hat es mir knapp 80 Euro gekostet, also 75 glaube ich bei Otto, doch 75 bei Otto, 75 ein paar Zerquetsche und dann halt noch 2 Euro Versand, 2,99 € oder so, 2,99 €, ich weiß es nicht mehr, kann ich euch nicht sagen. So,
Können wir jetzt mal laut Adam Riese rechnen? Wir rechnen mal mit warte mal, 75, 76, 77. Na, wir machen mal 9 Euro drauf. Rechnen wir mal runde Rechnen mit 78 Euro. Mit Versand also drum und dran. Davon 50 Euro abziehen, sind wir bei 28 Euro. Dann müssen wir nochmal 10 Euro abziehen, weil ich hatte das Otto-Abprogramm. Das heißt, ich kann bei Otto bestellen, Sachen, die von Otto kommen, und brauche dafür keinen Versand bezahlen. Da kriegt man dann auch Gutscheine, wenn man viel oder einige Sachen gekauft hat, kriegt man dann halt so Punkte und die kann man in Gutschein umwechseln. Ich bin jetzt nicht mehr beim Abprogramm. Ich bin am Überlegen, ob ich mich dafür nochmal anmelde. Das kostet dann aber 9,99 Euro wieder. Aber momentan habe ich jetzt nichts, was ich jetzt bei Otto direkt bestellen will. Das mache ich dann kurzfristig. Da konnte ich dann über die Punkte nochmal 10 Euro gutschreiben. Sind wir dann, also wie gesagt, bei 28 Euro. Papa, Ja, ich möchte Fernseher gucken. Papa macht noch schnell zu Ende und dann kannst du Fernsehen gucken, okay? Gib Papa 5 Minuten. Mama möchte nicht, dass du in der Kamera bist, Schatzi. So, und wie gesagt, wir rechnen jetzt erstmal 50 ab, sind wir bei 28 Euro noch was. Dann rechnen wir 10 Euro ab, sind wir bei 18 Euro noch was. Nee, die brauche ich. Halt! Die brauche ich zum Zoomen, gib mal her. Die brauche ich zum Zoomen. So, meine Fernbedienung. Sind wir bei 18 Euro noch was. 23 noch was habe ich auf meinem. Also 23,95 habe ich auf meinem Otto-Konto noch gehabt, weil ich ja mein altes Ladegerät von. Ich hatte mir diese Akkus gekauft bei Otto zweimal und ein Paket ist kaputt. Also ein Akku ist kaputt, der lädt gar nicht. Einer lädt nur bis zu 17%. Und da habe ich halt das Ladegerät mit den zwei Akkus bei Otto umgetauscht. Das hat auch ein paar Monate gedauert, bis sie mir das Geld gut geschrieben hatten, weil da irgendein Fehler war oder so. Und die das nicht zuordnen konnten oder dann war das auf jeden Fall weg. Naja, keine Ahnung. Und dann war ich auch weg aus dem Otto-System. Also meine Adresse war weg, weil ich habe ja meine Adresse hinterlegt und meine Telefonnummer und ja, logischerweise ist ja mein Otto-Konto und ich habe ja da immer bestellt. Und auf jeden Fall stand meine Mutter drin, weil ich für meine Mutter einen Fernseher bestellt habe und da hat Otto einen Fehler gemacht und hat auf einmal praktisch, ich habe zwar gesagt, ich stehe drinne als Profil und als Rechnungsempfänger. Aber man kann ja sagen, hey, pass auf, ich bestelle das, Rechnungsempfänger bin ich, aber das soll versendet werden an woanders hin. Habe ich gemacht. Meine Mutter hat es ja auch bezahlt, den Fernseher, ist ja nicht das Problem. Aber auf einmal stand meine Mutter als Kontoinhaber von meinem Otto-Konto drin, nur weil sie war. Ja. Das hat jetzt auch noch mal eine ganze Weile gedauert, bis das geklärt war. Und dann konnte ich das erklären und. Hier wird es 23 Euro noch was gut geschrieben, 18 Euro noch was hat mir noch gefehlt, also habe ich noch so um die 5 Euro ein paar zerquetschte auf meinem Otto-Konto. Die liegen da noch rum, die lasse ich rumgammeln, verschwindet ja nicht und dann habe ich halt beim nächsten Mal nochmal 5 Euro auf Reserve oder so. So, das war halt die Einleitung. Bisschen lang. Ich habe ein bisschen mehr Quatsch, als ich eigentlich wollte. Sollte eigentlich ein bisschen kürzer werden. Also machen wir da nochmal eine kurze Version, würde ich sagen. Ich mache hier die lange Version und ich mache die kurze Version. Dann machen wir hier erstmal kurz einen Cut. Moment, wo haben wir denn hier Aufnahme? Da. So, und wir sind jetzt in der Unboxing-Ansicht. Und ich habe natürlich wieder kein Messer hier. Mein Unboxing-Messer ist mal wieder weg. Ist jedes Mal das Gleiche. Ja, nimm mal halt eine Schere. So, ihr hört schon, Kinder sind auch da. Und ich mache das halt nur. Das ist halt für Odin mal shoppen eigentlich, aber ich wollte davon halt auch noch ein Unboxing machen. Warum ist sie so schnell weggerannt? So. Das ist auch mal wieder was Videomaterial für den Kanal kommt. Meine Ohren sind immer noch nicht gut, also. Beim Bearbeiten des Videos mache ich halt auf gut Glück. Und Tochter hört ab und zu rein, ob alles so relativ zwischendurch mal okay ist. Die kann auch nicht die ganze Zeit dabei sitzen. Also beim letzten Mal war es ja auch okay. Also hoffe ich, dass es jetzt, also beim Odin mal shoppen, also hoffe ich, dass es jetzt bei dem Video auch wieder okay wird. Dann dauert es ja hoffentlich nicht mehr
so lange, bis... Achso, hier ist jetzt aufgerissen. Na toll. Ja, das ist eine Verpackung. Papa, ja? Dürfen wir bitte den Lolli... Dürfen wir bitte den Dino fahren? Bitte. Ja, beim Flur. Moment. Oh, der Kieferorthopäde hat da angerufen, hat Josie gesagt. Ich verstehe ja nichts, ich muss ja mal Josie rangehen. Wegen Termin. Jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir das denn hier raus, ohne dass wir das kaputt machen. Achso, das ist hier auch nochmal Pappe. Achso, das kann ganze Ding hier raus. Ah. So. Hier können wir dann die Anleitung rausnehmen. Können wir das hier dann auch hier vorne rausnehmen? Oh Gott. So, haben wir hier noch was drin? Nee. Also verpackt ist es gut. Dann können wir das nämlich auch wieder hier reinmachen. Kann ich den Karton nämlich in meine Tasche machen, wo ich Sachen sammel für Oliver shoppen. So, und dann haben wir hier immer eine Anleitung. In verschiedenen Sprachen, aber das kenne ich ja. Ich habe ja die Software auch schon drauf. Moment. Oh, sie wollte fragen, wann sie, ob sie jetzt Spirit gucken darf. Aber Frauchen hat gemeckert, sie soll nicht so viel Fernsehen gucken. So, und dann haben wir halt... Und ich bin ja wieder der Buhmann. So. Und dann halt das und das kleine Stream Deck. Im Gegensatz zum großen ist das halt hier hinten eine Einheit. Und halt nicht mit diesen Dingen. Deswegen kann ich hier praktisch, müsst ihr euch vorstellen, so, das hier, mein Klebeband dran machen und so an den Tisch. Oder beziehungsweise, nee, so. So an den Tisch. Wartet mal, ich nehm mir mal nochmal den Karton, dass ich euch das am besten zeigen kann. So. So, das ist praktisch jetzt meine Arbeitsplatte oben. Hier steht der PC drauf und hier ist das Mauspad und naja. So. Und dann möchte ich das gerne praktisch unterm Tisch haben, aber ich würde das gerne so ein bisschen angewinkelt haben. Also so würde das dann praktisch unterm Tisch nach unten gehen. Das ist doof. So, das ist auch so ein bisschen angewinkelt. Warte mal, so. So, dann kann man das ein bisschen sehen. Aber man kann es trotzdem besser sehen als so, weil so ist es dann halt ein bisschen weit unten. Seht ihr das? Ja, dann streitet ja so runter. Da ist es dann so schon angenehmer. Am besten wäre natürlich so. Oder ich klebe mir das an den Tisch vorne ran. So. Das könnte ich auch machen. Ich habe ja mein Klebeband. Dann mache ich mir das am Tisch ran. Dann verlängere ich meinen Tisch einfach. Dann habe ich das genau praktisch. Müsst ihr euch vorstellen. So dran. Meine Arbeitsplatte ist ja dick genug. Ja? Da passt das dann super ran. Dann wäre das dann praktisch so dran. Also jetzt nicht mit mir jetzt, also ein Stück weiter rüber. Und dann habe ich das halt so dran. Und dann kann ich das halt schnell bedienen. Weil so, ja, da habe ich auch wieder Angst, dass man den falschen Knopf trifft. Und die Schräge ist noch mehr zu, ist noch viel schräger. Ja, das machen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Ich werde auf jeden Fall dann ein Video machen später noch und euch zeigen, wie ich es denn eingestellt habe. Ja, und da soll dann praktisch auf jeden Fall soll dann laut leise hierher kommen, auf die Außenseite.
Hier oben soll dann ein Knopf hin, wo ich praktisch zwischen dem Realtek, also PC-Sound, und dem Turtle Beach hin und her wechseln kann. Weil dann brauche ich mir das nicht immer. Ich habe das früher bei Windows 10 ging das ganz einfach. Da habe ich gesagt, das Turtle Beach soll Standard-Sound sein. Und dann habe ich gesagt, hier habe ich Turtle Beach ausgemacht. Dann war das aus der Liste raus, also wurde halt ausgegraut. Und dann, weil man kann es ja nicht ansprechen, konnte keine Einstellung machen. Dann bin ich auf den PC gegangen, also auf Realtek, und habe gesagt, Standard-Sound. Und jedes Mal, wenn ich halt den Turtle Beach angemacht habe, ist es als Standard-Soundgerät drin gewesen und der PC nicht. Habe ich Turtle Beach ausgemacht, war automatisch der PC wieder Standard. Und das haut bei Windows 11 jetzt bei mir überhaupt nicht hin. Ich muss immer händisch selber umschalten und deswegen halt hier eine Taste, wo ich dann halt zwischen PC-Sound und Turtle Beach hin und her schalten kann. Also Realtek, dass ich halt die Boxen, die am PC angeschlossen sind, benutzen kann, wo ich da auch noch einen Laut- und Leise-Knopf habe. Mit einem Wackelkontakt, also da hat Logitech kein Glanzstück abgeliefert. Und dann, der bleibt frei. Hier kommt das Mute hin vom Mikrofon. Und hier vielleicht noch das Mute vom Headset. Dann habe ich beide Mute-Knöpfe, dass ich halt beide mal muten kann, wenn was sein sollte. Und hier unten, der ist frei, dass ich dann halt vielleicht noch eine zweite Seite machen kann, wenn was ist. Aber ich brauche keine zweite Seite. Ich will jetzt einfach nur diese Standardknöpfe und dass ich halt wirklich praktisch, wenn ich jetzt hier, ich sitze jetzt hier so, hier habe ich die Maus, dass ich dann halt, wenn ich merke, oh, und dann zack, gleich drücken kann. Dass es halt wirklich nah ist, wo ich dann zack und nicht ewig weit rüber reichen muss. So, dafür sollte es eigentlich sein. So, dann würde ich jetzt hier aber auch einen Cut machen. Ist schön verarbeitet. Klein robust. Die Knöpfe sind genau wie beim mittleren, haben einen schönen Druckknopf. Ja, mal gucken. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Na?